Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nivea hat eine neue Foundation rausgebracht und die möchte ich gerne mit euch testen. Und das machen wir doch einfach mal im direkten Vergleich zu der alten, die wir schon da haben. Und wenn du Bock drauf hast, die beiden gegeneinander antreten zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Tatsächlich. Ne? Zwei Foundations sind auf dem Markt und dann habe ich mir gedacht, bietet es sich doch einfach mal an, das Ganze in meinem Gesicht zu vergleichen. Ich werde einfach, um Chancengleichheit zu schaffen, auf beiden Seiten den gleichen Primer auftragen. Die gleiche Hautsituation habe ich nicht. Hier habe ich eine Mr. Fried Ausflugsfamilie. Hier habe ich einen aufgekratzten Mückenstich und ein paar Muttermale mehr. Ne? Ja, genau. Ich verwende von Rival Loves Me den Holy Grails Primer von Maxim in der Kooperation. Der ist einfach richtig geil und den trage ich jetzt einfach mal auf beiden Gesichtshälften auf. So haben wir nämlich auf jeden Fall bei beiden so eine, gleiche Grundlage und Chancengleichheit. Als allererstes ist mir natürlich der optische Unterschied aufgefallen. Nämlich bei der Care-Make-Up-Geschichte haben wir ein helleres Produkt als bei der Serum Foundation. Ich hoffe, dass die Kamera das auch auffängt. Denn bei der Serum Foundation haben wir echt ne müh dunkler tatsächlich das Produkt. Und ich habe bei beiden die Farbe 01 hell gewählt. Beide gibt es tatsächlich nur in drei Nuancen, was echt wenig ist. Als allererstes möchte ich mir aber gerne die unterschiedlichen Konsistenzen mit euch angucken, denn wir haben hier einmal etwas, was wirklich eine Foundation sein soll, beziehungsweise Pflege mit Foundation. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das Nivea versucht das ja ganz geschickt immer zu umgehen, um halt jetzt keinen Beef zu bekommen wegen dieser Farbrange. Und hier haben wir halt wirklich eine Serumgeschichte, also viel flüssiger. Allein schon hier auf der Mischplatte sieht man das direkt am Haufen. Und wenn ich die Mischplatte dann jetzt auch noch anhebe, dann sehen wir, dass natürlich die Serum Foundation schön runterfließt, während die Care Foundation einfach bleibt, wo sie ist. Und das finde ich sehr interessant. Ne? Also das wird sich natürlich auch auf dem Gesicht gleich widerspiegeln. Zumal wir natürlich bei dieser Foundation auch von einer höheren Deckkraft auszugehen haben. Beide Foundations werde ich mit dem Luna Beauty LBF 2 Pinsel auf mein Gesicht auftragen und nachher einblenden mit diesem Riesenschwamm von Louisa Creschen. Ich mache das ganz grobmotorisch und gebe mir einen kompletten Pump-Pump hier auf meine das ist meine linke Gesichtshälfte von der Hyaluron Cellular Filler 3-in-1 Care Make-Up Geschichte. Und das soll für alle Hauttypen geeignet sein. 30 ml kosten 19,95 Euro. Wir haben hier eine mittlere Deckkraft und da ist Hyaluronsäure drin, die gegen Fältchen wirken soll. Eine nicht fettende Formel, die 12 Stunden Feuchtigkeit spenden soll. Den Pinsel mache ich ein bisschen am Handtuch neben mir sauber und nehme mir dann die Serum Foundation. Auch hier gebe ich mir wieder eine Pipette auf, also bei dem einen Pumper, bei dem anderen eine Pipette. Die soll für sensible und empfindliche Hauttypen geeignet sein, die ich zum Beispiel habe. 30 ml kosten auch hier 19,95 Euro. Die Serum Foundation soll eine natürliche Deckkraft haben und anhand von Hyaluron und Antioxidantien soll die Serum Foundation gegen Falten wirken. Und Avocadoöl und Squalan spenden 12 Stunden Feuchtigkeit. Hier haben wir aber sogar ein Glow mit dabei. Und hier haben wir dann einfach mal beide Foundations auf dem Gesicht. Man sieht schon, nicht nur beim Auftrag, sondern auch wirklich, wenn sie auf dem Gesicht sind, einen deutlichen Unterschied. Wir haben bei der Care Make-Up-Geschichte definitiv eine höhere Deckkraft, wenn auch nur wirklich wie angegeben eine mittlere Deckkraft. Bei der Serum Foundation ist es wirklich eine super leichte Deckkraft. Also als hätte ich gar keine Foundation drauf. Sie hat aber sehr, sehr leicht Rötungen, Unebenheiten kaschiert. Es ist nicht so wirklich, dass ich sie bräuchte, wenn ich ehrlich sein darf, ne? Aber wir müssen einfach mal gucken, wie sie sich nachher über den Tag verhält und wie sie sich nachher auch mit weiteren Produkten verhält. Denn das will ich gleich mit euch natürlich auch noch austesten. Ich habe bei der Serum Foundation auch tatsächlich noch einen schönen Glow mit dabei. Das kann man nicht anders sagen. Es ist definitiv auch eine schöne Geschichte für den Frühling, für den Sommer, wenn man eine sehr natürliche Geschichte schaffen möchte. Wenn man dann ein bisschen mehr möchte, Richtung Abend vielleicht zum Beispiel, ist diese Care-Geschichte eine ganz gute Sache. Auch von der Konsistenz haben wir hier auf der Care-Seite eher eine pflegende Creme-Geschichte und auf der Serum-Seite wirklich wie ein Serum, super flüssig. Und jetzt kommt noch weiteres Gedönsen drüber und dann schauen wir mal, wie sich das verhält, wenn ich mein Gesicht fertig geschminkt habe.
Tada! Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen fertig geschminkt. Ich habe die Produkte von Luna Beauty verwendet. Ich verlinke euch hier oben, weil das Video habe ich gerade gefilmt. Kommt ein bisschen eher online als dieses Video. Aber es hat sich wirklich alles toll verhalten auf meiner Haut und die Foundation hat auf jeden Fall keine Probleme bereitet. Keine der beiden. Betrachten wir uns die Geschichte einfach mal von Namen. Natürlich habe ich jetzt ja auch andere Produkte auf meinem Gesicht, aber was ich einfach cool finde, ich habe das Ganze jetzt schon seit, sagen wir mal, 2 Stunden, ne, trage ich das Ganze so auf meinem Gesicht. Das Ganze ist glowy, weil ich halt auch noch on top ein Setting Spray verwendet habe, was glowy ist. Also das habe ich, ne, ein bisschen unterstützt dann auch noch. Es ist aber nichts so in Fältchen reingekrochen und hat sich auch nicht super krass unschön abgesetzt. Ein ganz kleines bisschen habe ich hier, dass die Care Foundation sich hier an meiner Nase abgesetzt hat. Das sieht man, glaube ich, auch, ne? Das ist aber oft und tatsächlich, ne, muss ich gestehen, dann nimmt man sich ein Schwämmchen und kann das Ganze dann ein bisschen korrigieren oder nimmt sich einen Pinsel oder so. Das, ja, ne, funktioniert auf jeden Fall. Was ich aber definitiv sagen muss bei der Nivea Care Foundation, ist, dass sich hier, wenn ich lache, meine Lachfalten etwas mehr betont. Ne? Was ich jetzt persönlich so schlimm finde, theoretisch, ne? Weil ich mag meine Lachfalten, die stehen dafür, dass ich lache, dass ich ein glücklicher Mensch bin halt. Aber möchte ich auf jeden Fall noch mitgeben. Ansonsten, auf der Stirn ist alles soweit so gut. Natürlich sieht man mehr bei der Nivea Foundation, bei der Care Foundation hier auch, ne? Tatsächlich ein bisschen eine kleine Ansammlung, weil die ja auch einfach mehr Deckkraft hat und mehr Produkt abgegeben hat. Bei der Serum Foundation haben wir ungefähr gar kein Produkt bekommen, aber trotzdem sieht das Ganze schon ebenmäßig aus. Also die hat schon irgendwas mit meiner Haut gemacht. Irgendwas. Ich kann aber nicht ganz genau sagen, was. Und das gefällt mir. Mein Fazit. Also wirklich hundertprozentig mein Leben abdecken macht keine der beiden Foundations. Finde ich persönlich aber auch gar nicht so schlimm, weil ich ja nicht so hart auf Full Coverage stehen würde. Wer wirklich nur einen Hauch von Deckkraft möchte, ein Hauch von Perfektion, vielleicht auch wirklich alltagstechnisch das Produkt einbinden möchte, kann diese neue Serum Foundation ruhigen Gewissens verwenden, weil die sich wirklich leicht verarbeiten lässt und easy peasy auch unter anderen Produkten funktioniert. Man sollte da aber schon eine Haut haben, die leicht perfektioniert ist oder halt noch ein bisschen mit einem Concealer nachhelfen. Wer eine mittlere Deckkraft haben möchte, vielleicht ein bisschen auch, dass man sieht, dass man irgendwas auf dem Gesicht hat, kann sich auf jeden Fall dann die Nivea Care Foundation anschauen. Ich persönlich mag beide und werde auch beide weiterverwenden. Ne? Also schreibt mir mal gerne, wie ihr das so findet, unten in die Kommentare rein. Also ob ihr schon mal eine Foundation von den beiden ausprobiert habt, wie so eure Einschätzung ist und vor allem, was euer Hauttyp ist. Ich habe euch das jetzt ja natürlich zeigen können mit einer trockenen, sensiblen, empfindlichen Haut. Und wie sich das bei einer öligen Haut verhält oder bei einer Mischhaut, weiß ich leider nicht. Bei einer trockenen Haut sind die beiden geeignet. Ne? Deswegen... Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem kleinen, aber feinen Foundation-Vergleich. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!